Schönen guten Tag, liebe Seherinnen und Hörer des YouTube-Kanals der Zeitschrift International. Hier spricht wieder Fritz Edlinger. Das ist ein kurzes Intro zu einem Video, das im Anschluss daran gesendet wird. Und zwar handelt es sich um eine Aufnahme, die unser Schweizer Freund und Kollege Pascal Lothars von Neutrality Studies, Neutralitätsstudien, vor einem Tag aufgenommen hat, und zwar über das Interview, das der Papst einem privaten Schweizer Fernsehkanal RSI gegeben hat über die Ukraine. Ich glaube, es ist hinlänglich bekannt, es wird wohl keinen Seher und keinen Hörer geben, der diese Debatten nicht mitverfolgt hat. Der Papst hat in diesem Interview das Bild der weißen Fahnen, der weißen Fahne verwendet, im Wesentlichen als Aufforderung eben an die Ukraine, aber natürlich auch an Russland, Friedensverhandlungen zu führen und nicht diesen schrecklichen Krieg weiter fortzusetzen. Dieses Bild wurde bewusst oder unbewusst missverstanden oder bewusst missverstanden als Aufruf des Papstes zu einer Kapitulation der Ukraine. Es ist inzwischen auch durch den Pressesprecher des Vatikan richtiggestellt worden, dass der Papst das mitnichten so gemeint hat, sondern als Bild verwendet hat, um die Konfliktparteien aufzufordern, Friedensverhandlungen, direkte Friedensverhandlungen zu führen, die es ja schon, wie wir wissen, vor 2 Jahren gegeben hat, die sogar schon zu einem Ergebnis geführt hatten, aber dann ist dieses Ergebnis schubladisiert worden. Ich halte dieses Gespräch, ich halte auch die Argumentation von Pascal, der sich auch auf bestimmte Artikel und Resonanzen auf die Äußerungen des Papstes bezogen hat, für recht eindrucksvoll, recht interessant. Er argumentiert das auch und er zitiert auch vor allem US-amerikanische Quellen und Artikel, die sich sehr ausführlich damit befasst haben. Ich möchte dieses Gespräch also empfehlen, ich würde dieses Video empfehlen und ich möchte bei der Gelegenheit auch ganz kurz aktuell etwas kommentieren. Es ist zufällig dieses Interview an jenem Tag on air gegangen. Es ist dann noch nicht ausgestrahlt worden, aber die schriftliche Version davon ist verbreitet worden, an dem sich in Brüssel nach die EU-Staaten, nach langen Verhandlungen und Gesprächen darüber geeinigt haben, wie sie die militärische Unterstützung der EU für die Ukraine in Zukunft gestalten und ausbauen und fortsetzen wollen. Also konkret ist es darum gegangen, dass man zumindest einen Betrag von 5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen wird, dezidiert für Rüstung und für militärische Investitionen, die notwendig sind, die sinnigerweise aus einem Topf der EU finanziert werden sollen, der Friedensfazilität heißt. Es ist offensichtlich den Erfindern dieses Topfes Friedensfazilität und auch der Nutzung jetzt für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine nicht aufgefallen, dass das ein gewisser Zynismus ist, eben die Lieferung von Massenverwüstung von schweren Waffen als Friedensfazilität zu verwenden. Das ist also ein zufälliges Datum gewesen, aber es zeigt auch eines auf, dass in Europa, innerhalb der EU in Wirklichkeit der Appell des Papstes, nämlich zu
ernsthafte Bestrebungen zu unternehmen, zu Friedensverhandlungen zu kommen, eigentlich auf taube Ohren stößt. Innerhalb der EU, wenn man sich auch die Diskussionen der letzten Wochen ansieht, Macron, der also schon europäische Truppen aufmarschieren lassen wollte in der Ukraine, der deutsche Bundeskanzler, der nach wie vor zurückhaltend ist bei der Lieferung von schweren Waffen und Raketen. Also in Europa ist die Debatte darüber im Wesentlichen, welches Ausmaß die militärische Unterstützung für die Ukraine haben könnte. Und es gibt eigentlich nur ganz wenige, und die werden diffamiert, die sich darüber überlegen, wie man wiederum zu Verhandlungen zurückkehren konnte. Und es ist leider, ich sage das als Europäer auch mit einem großen Bedauern, es ist halt leider inzwischen eine Tatsache, dass Europa der schärfste Unterstützer und kompromisslose Unterstützer der Ukraine ist. Selbst in den USA gibt es Bremsen und darüber hinaus im sogenannten globalen Süden, und das ist immerhin zwei Drittel der Welt, der Menschheit, gibt es von verschiedensten Seiten immer wiederum den Versuch, tatsächlich einfach die Waffen einmal innehalten zu lassen und Friedensverhandlungen zu führen. Friedensverhandlungen können nicht bedeuten, wie auch der Papst und der Vatikan richtigerweise festgestellt hat, heißt ja noch nicht, dass man das Ergebnis vorwegnimmt. Und die Voraussetzung für Friedensverhandlungen ist keine Kapitulation eines der beiden Kriegsparteien, sondern ist nur der Wille, statt weiterhin diesen schrecklichen Krieg fortzusetzen, weiterhin Menschen einfach umkommen zu lassen, die weitere Zerstörung von Infrastruktur und von Gebäuden in Kauf zu nehmen und stattdessen in Wirklichkeit zu versuchen, eine politische Lösung zu finden. Und darum geht es. Und es ist interessant, dass der in Rom sitzende Papst in Wirklichkeit, was Friedenswillen und zumindest den Willen über Frieden oder möglichen Waffenstillstand und mögliche politische Lösungen ernsthafter nachdenkt und massiver initiativ wird als alle anderen europäischen oder fast alle anderen europäischen sogenannten Staatsmänner und Staatsfrauen zusammen. Das ist etwas, was mir bei der Gelegenheit auch an einem Tag nach diesem neuerlichen Kapitalzufluss für Waffenkauf an die Ukraine doch auch zu denken gibt. Und in diesem Sinn nochmals die Empfehlung, schaut euch dieses Video von Pascal Lothars an, es ist interessant und es ist wichtig, dass man dieses Thema nicht völlig übergeht und dass man auch Menschen wie Pascal Lothars oder jen oder vor allem den Papst nicht in Wirklichkeit als Putin verstehende Ukraine-Feinde diffamiert, sondern in Wirklichkeit als Humanisten, als Pazifisten, als Menschen, die einfach Krieg ablehnen und alles tun wollen, was nur möglich ist, dass man den Krieg beendet und dass man wieder zu zivilisierten, friedlichen Umgangsformen zurückkehrt. In diesem Sinn, herzlichen Dank für das Interesse. Schauen Sie sich dieses Video an. Es ist sicher leider ein Thema, das uns nicht verlassen wird. Wir werden sicher in absehbarer Zeit auf diesem Kanal wiederum uns mit der Ukraine wie leider auch mit anderen Kriegen zu befassen haben. In diesem Sinn, herzlichen Dank für das Interesse und bis zum nächsten Mal. Over the weekend, the Pope came out. Über das Wochenende schlug der Papst vor, dass die Ukraine den Mut haben sollte, den Frieden in Betracht zu ziehen. Was impliziert, dass beide Seiten, insbesondere die Ukraine, auf Verhandlungen zugehen sollten. Diese Aussage verärgerte einige Leute, weil sie hervorhob, dass die Ukraine und der kollektive Westen derzeit gegen Verhandlungen sind. Wir befinden uns in einer Situation, in der ein Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin von Tucker Carlson enthüllte, dass Putin offen für Verhandlungen ist und darauf wartet, dass die Ukraine sich beteiligt. Dieses Interview wurde von hunderten Millionen Menschen gesehen.
Die Ukraine hat offiziell ein rechtliches Hindernis für Verhandlungen geschaffen. Es ist wichtig zu beachten, dass Präsident Zelensky am 4. Oktober 2022 ein Dekret erlassen hat, das Verhandlungen mit Wladimir Putin und zukünftigen russischen Präsidenten verhindert. Dieses Dekret, das immer noch in Kraft ist, besagt, dass die Ukraine offen für Verhandlungen ist, aber nicht mit Putin, was effektiv Gespräche mit ihm oder einem zukünftigen russischen Präsidenten ausschließt. This decree is still in effect. Reacting to the decree at the time. Als Reaktion auf das Dekret sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov laut diesem Artikel, dass Russland seine spezielle militärische Operation so lange fortsetzen wird, wie Zelensky Verhandlungen blockiert. Peskov fügte hinzu, dass Russland entweder darauf warten wird, dass der derzeitige Präsident, Zelensky, seine Position ändert, oder dass der nächste Präsident dies im Interesse des ukrainischen Volkes tut. 1,5 Jahre lang haben die Russen gesagt, sie seien bereit zu verhandeln. Sie benötigen eine Gelegenheit, sich mit den Ukrainern zu setzen. Verhandlungen fanden tatsächlich ganz am Anfang, Ende Februar und im März 2022 statt. Diese Verhandlungen wurden jedoch letztendlich vom Westen sabotiert und das Neutralitätsabkommen für die Ukraine scheiterte. Seitdem ist es der Westen, der sagt, wir können nicht verhandeln. Interessanterweise oder tragischerweise ist die Erzählung in den letzten 2 Jahren, dass Wladimir Putin nicht verhandeln will und dass er nicht bereit oder in der Lage ist, einen ehrlichen Dialog zu führen. Diese Erzählung ist zu diesem Zeitpunkt so völlig lächerlich, dass sogar der Heilige Stuhl, der Papst, jetzt sagt, Ukraine, ich ermutige euch, bitte, sprecht endlich mit den Russen. Der Artikel in der New York Times besagt, dass Papst Franziskus in einem neuen Interview wiederholt hat, dass die Ukraine verhandeln sollte, um den Krieg mit Russland zu beenden. Dieses Mal verwendete er eine Sprache, die den Ausdruck seines Interviewers übernahm, die weiße Flagge. Vatikansprecher Matteo Bruni stellte sofort klar, dass der Papst Waffenstillstand und Verhandlungen meinte, nicht Kapitulation. Also fordert der Papst die Ukraine nicht auf, einfach ihre Waffen niederzulegen, sondern an den Verhandlungstisch zu kommen. Die Worte des Papstes und andere, die er während des Interviews verwendete, haben jedoch hervorgehoben, wie die Haltung des Vatikans oft die Beamten und Unterstützer der Ukraine verwirrt hat, die versuchen, seine Position zu verstehen. Was versucht der kollektive Westen nun, über den Vatikan zu verstehen? Der Artikel erwähnt, dass viele Ukrainer zu Beginn des Krieges frustriert waren, weil Franziskus Russland und seinen Präsidenten Wladimir Putin nicht spezifisch als den Aggressor im Konflikt benannt hat. Der Vatikan suchte auch, sich im Krieg nicht auf eine Seite zu schlagen. So hat der kollektive Westen immer noch Schwierigkeiten zu verstehen, dass der Vatikan keine Seiten ergreift und versucht, neutral zu bleiben. Dieses Problem, dass ein neutraler Akteur als nicht die richtige Seite ergreifend angesehen wird, ist ein langjähriges Problem für Neutrale in den internationalen Beziehungen. Denn sobald ein Konflikt mental als Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen den Kräften des Lichts und der Dunkelheit gerahmt wird, gibt es keinen Raum für Neutralität. Nicht an der Seite der Kräfte des Guten zu stehen, bedeutet automatisch, als Unterstützer der Kräfte des Bösen, der Dunkelheit und des Teufels gesehen zu werden. Means that you automatically support the forces of evil, darkness and the devil. Also wird der ganze Ukraine-Krieg als solch ein Moment dargestellt, richtig? Daher werden neutrale Akteure automatisch in den Augen derjenigen diskreditiert, die den Krieg als gut gegen böse betrachten. Das ist wirklich das älteste Problem. Und der Papst hat versucht, dieser gescheiterten Dichotomie zu entkommen. Er hat gesagt, dass es immer neutrale Akteure geben muss. Zum Beispiel erwähnte er in diesem Interview, ich glaube, dass der Stärkste derjenige ist, der die Situation sieht, an die Menschen denkt und den Mut hat, die weiße Flagge zu hissen und zu verhandeln. Die Worte des Papstes deuten darauf hin, dass er tatsächlich ein Realist ist und kein Ideologe des Westens, der versucht, aus dem, was gerade passiert, eine biblische Schlacht zu machen, was eigentlich ziemlich lustig ist. Es ist lustig, dass der Papst der Realist und die Politiker im Westen die theokratischen Fundamentalisten sind.
Der Papst sagt, Verhandlung ist niemals eine Kapitulation. Das Lustige ist, dass sein Ausdruck, die weiße Flagge, einige Federn aufgewirbelt und wirklich Leute unruhig gemacht hat. Obwohl er im Interview selbst sehr klar machte, was er meinte, denn die Diskussion drehte sich um das Symbol der weißen Flagge. Aber der Papst hat eine sehr realistische Einschätzung und sagt, wir müssen diese schreckliche Tragödie beenden. Der Artikel in der New York Times fährt fort, in dem gesagt wird, dass der Papst andere Aussagen gemacht hat, die ukrainische Beamte und Unterstützer unruhig gemacht haben. The Pope has made other statements that have made Ukrainian officials and supporters uneasy. His habit of giving audiences to allies and officials of Mr. Putin. Seine Gewohnheit, Verbündeten und Beamten von Herrn Putin Audienzen zu gewähren und seine pauschalen Verurteilungen des Waffenhandels heben hervor, dass der Papst Dinge sagt und tut, die im Westen nicht als Dogma gelten. Im Westen herrscht der vorherrschende Glaube, dass Putin das pure Böse ist und Waffen der einzige Weg zum Frieden sind, wie Herr Stoltenberg mehrmals betont hat. Der Papst wurde dafür kritisiert, dass er es gewagt hat, diesen Ansatz zu verurteilen und zu sagen, dass er falsch ist. Die Ukrainer stehen vor einem interessanten Dilemma. Obwohl die meisten von ihnen fromme Christen sind, sind viele nicht Katholiken, sondern Protestanten. Trotzdem haben sie großen Respekt vor dem Papst, weshalb ihre Reaktion relativ sanft ausgefallen ist. Zum Beispiel antwortete der Außenminister Dmitri Kuleba dem Papst am Sonntag mit einem Tweet. Er sagte, der Stärkste ist derjenige, der im Kampf zwischen Gut und Böse auf der Seite des Guten steht, anstatt zu versuchen, sie gleichzusetzen und es Verhandlungen zu nennen. Dies rahmt den Konflikt präzise als einen epischen Kampf zwischen Gut und Böse ein und delegitimiert jeden, der versucht, neutral zu bleiben oder von den Kriegsparteien gleich weit entfernt zu stehen. Diese Strategie des Vatikans, bekannt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, beinhaltet die Verwendung der weißen Fahne. We know this Vatican strategy from the first half of the 20th century. I urge to avoid repeating. Ich fordere dazu auf, die Wiederholung vergangener Fehler zu vermeiden und die Ukraine und ihr Volk in ihrem berechtigten Überlebenskampf zu unterstützen. Der Sprecher bezieht sich auf die Haltung des Vatikans während des Ersten und Zweiten Weltkriegs und hebt eine anhaltende Kontroverse hervor. Einige argumentieren, dass der Vatikan pronazistisch war und die Juden während des Zweiten Weltkriegs nicht ausreichend unterstützte. Es gibt jedoch erhebliche Beweise dafür, dass der Vatikan alles in seiner Macht Stehende tat, um den Holocaust zu bekämpfen. Papst Pius Tetlaisten wurde insbesondere für seine Bemühungen gedankt, auch von Israel. Trotzdem halten sich Mythen über das angebliche Versagen des Vatikans, während des Krieges Stellung zu beziehen. Kuleba betont die Entschlossenheit der Ukraine, indem er sich auf die Farben der Nationalflagge, gelb und blau, bezieht. Er erklärt eine unerschütterliche Verpflichtung zu diesen Farben, die den Entschluss der Ukraine symbolisieren, unter dieser Flagge allein zu leben, zu sterben und zu triumphieren, und lehnt jegliche Vorstellung von Kapitulation kategorisch ab. Kuleba drückt auch seine Dankbarkeit gegenüber Papst Franziskus für seine fortwährenden Gebete für den Frieden aus. Er drückt die Hoffnung aus, dass der Papst nach 2 Jahren verheerender Konflikte in Europa die Ukraine besuchen wird. Ein solcher Besuch würde die mehr als 1 Million ukrainischer Katholiken, über 5 Millionen griechisch-katholischen Gläubigen und alle Christen und Ukrainer im Land unterstützen. Dies ist etwas, das sie sich zutiefst wünschen. Well, you know, this is something that they would love, right? Another world leader going to Kiev and denouncing Russia. Ein weiterer Weltführer ging nach Kiew und verurteilte Russland als das pure Böse, indem er die Ukraine als in einem heiligen Kampf gegen die russische Barbarei verwickelt darstellte. Sie argumentierten, dass Russland besiegt werden muss. Der Heilige Stuhl verfolgt jedoch einen anderen Ansatz, den ich sehr positiv finde. Obwohl ich früher Katholik war und es jetzt nicht mehr bin, noch glaube ich an die katholische Kirche, muss ich anerkennen, dass sie heutzutage Gutes tun. Sie versuchen, ihren pazifistischen Kernprinzipien gerecht zu werden. Schließlich war Jesus Christus wahrscheinlich der größte pazifistische Hippie, der je gelebt hat. Er war bereit, sich ans Kreuz nageln zu lassen, um die Sünden der Menschheit auszulöschen, gemäß dem Glauben. Er war ein Pazifist, der für Frieden eintrat und lehrte, dass diejenigen ohne Sünde den ersten Stein werfen sollten.
Die heutige katholische Kirche bemüht sich, diesen Lehren zu folgen. Papst Franziskus hat gesagt, dass man, wenn man erkennt, dass man besiegt ist und die Dinge nicht gut laufen, den Mut haben muss zu verhandeln. Er hinterfragte die Scham beim Verhandeln und warnte, dass die Fortsetzung des gleichen Weges nur zu mehr Todesfällen führen und die Situation verschlimmern würde. Der Papst ist ein Realist. Er versteht, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnt und dass je länger er andauert, die Situation für die Ukraine schlimmer wird, was zu mehr Todesfällen führt. It's going to make the situation for Ukraine worse and worse, and it's going to kill more and more people. So what we need is negotiations instead of. Also, was wir brauchen, sind Verhandlungen statt leerer Rhetorik und mehr Waffen. Der Papst setzt sich stark dafür ein und ich gratuliere ihm von ganzem Herzen. Natürlich wird dies oft in einer Gut-gegen-Böse-Erzählung dargestellt. Zum Beispiel gibt es einen typischen pro-ukrainischen Post auf Twitter, der zeigt, wie der Papst einen Hai anschreit, der eine Person verschlingt und beide dazu aufruft, Frieden zu finden. In dieser Metapher ist Russland der Hai und die unschuldige Person kämpft dagegen, verschluckt zu werden. Wenn man den Krieg so betrachtet, könnte man denken, der Papst sei ein Verrückter, der die Situation nicht versteht. Realismus ist jedoch eine Denkschule, die sie dazu ermutigt, sich anzusehen, was tatsächlich auf dem Schlachtfeld passiert und die politischen Ziele hinter der Diplomatie und dem Konflikt zu verstehen. Es ist klar, dass die Russen Gewalt auf eine sehr machiavellistische und clausewitzische Art und Weise einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Um diesen Krieg zu beenden, müssen wir uns darauf konzentrieren, am Verhandlungstisch einen Konsens oder einen Kompromiss zu erreichen, statt auf dem Schlachtfeld. Derzeit läuft es für die Ukraine auf dem Schlachtfeld nicht gut und es wird noch viele Leben kosten. And it's gonna cost so many more lives. Interessanterweise wird dies im Westen aufgegriffen. Es gibt einen Artikel in Foreign Affairs mit dem Titel »Wie man den Weg für Diplomatie ebnet, um den Krieg in der Ukraine zu beenden«, der vor etwa einer Woche veröffentlicht wurde. Die Autoren, die bereits mehrmals über die Beendigung des Krieges durch Verhandlungen geschrieben haben, betonen die Notwendigkeit, darüber zu beginnen, über Gespräche zu sprechen. Sie argumentieren, dass es noch nicht Zeit für Verhandlungen ist, aber es ist Zeit zu diskutieren, wie man sie einleiten kann. Der Artikel schlägt vor, eine Grundlage für das Erreichen einer Vereinbarung zu schaffen. Er hebt die Wichtigkeit hervor, Kanäle für die Ukraine und ihre westlichen Partner zu bauen, um die Konfliktdiplomatie als ein Schlüsselthema bilateraler und multilateraler Interaktionen zu diskutieren. Der Artikel weist auch darauf hin, dass Kiew im September 2022 sich weigerte zu verhandeln, solange Wladimir Putin Präsident Russlands ist. Er schlägt vor, dass während Verhandlungen mit Putin ausgeschlossen sind, die Ukraine mit anderen Diplomaten verhandeln könnte, da diese nicht Putin sind. Es gibt Wege nach vorn. Das Dekret der Ukrainer kann sofort mit einem Federstrich aufgehoben oder durch verschiedene Strategien umgangen werden, um Diskussionen zwischen den beiden Seiten zu ermöglichen. In order to make it possible that these two sides can talk to each other, and of course they are talking to each other. Und natürlich sprechen sie miteinander. Sie machen Gefangenenaustausche, nicht wahr? Wir hatten das Getreideabkommen und so weiter. Ich meine, es gab Verhandlungen und diese beiden Seiten führen Gespräche miteinander. Aber wir haben immer noch die politische Blockade darüber, die das große und wichtige Treffen verhindert. Bei diesem Treffen könnte tatsächlich das Ende der Feindseligkeiten, ein Waffenstillstand und dann letztendlich eine Art Friedensabkommen besprochen werden. Also muss diese Blockade entfernt werden. Und darüber hat der Papst gesprochen. Er sagte zur Ukraine: Benutzt die weiße Flagge, gebt nicht auf, aber geht und signalisiert, dass ihr jetzt bereit seid zu sprechen, um diesen Konflikt zu beenden. Es ist ein völlig sinnloser Konflikt, für den die Ukraine selbst nicht verantwortlich ist. Ich muss betonen, Russland hätte nicht einmarschieren sollen. Das hätte nicht passieren dürfen. Dieser Krieg ist eine Tragödie. Und Russland trägt seinen Teil der Schuld für die gesamte Situation. Russland ist derjenige, der eingedrungen ist.
Aber die Ukraine und der kollektive Westen haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um dies zu verhindern. Also, was wir brauchen, ist ein Prozess, der aus dieser Spirale des Todes herausführt. Wir müssen über das gegenseitige Beschuldigen hinauskommen und zu dem Punkt gelangen, an dem tatsächliche Verhandlungen stattfinden können. Bravo, Vatikan! Es wäre fantastisch, wenn dies zu einem Umdenken der Situation führen würde. Das allein wird sicherlich nicht ausreichen. Aber Victoria Nuland ist jetzt auch aus dem Außenministerium raus. Also, wer weiß. Vielleicht bewegt sich etwas in Richtung einer endlich friedlichen Beilegung. Toward finally a peaceful settlement.